Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei Das Interview. Mein Name ist Braune und hier sitzt mein sehr geschätzter Gast heute für Sie, Herr Irrtum. Guten Tag, Herr Irrtum. Guten Tag, Herr Braune. Ja, Herr Irrtum, das Erste, was mir heute auffällt bei Ihnen, Sie heißen ja die nicht maskierte Irrtum. Dennoch tragen Sie ja praktisch mindestens zwei Masken. Wieso? Naja, zu glauben, ich wäre nicht maskiert, ist ein Irrtum. Aber für Sie trage ich gerne Maske mit, Herr Braune. Aha, verstehe, verstehe. Ein kleiner Gag sozusagen. Naja. Herr Irrtum, Sie tauchen immer wieder mal auf in der musikalischen und medialen Szene unter verschiedenen Namen. Wir haben ja Ihren Namen, die nicht maskierte Irrtum, den kennt man gewissermaßen. Es gibt aber auch noch Disco Cancellator und die nicht maskierte Film. Warum so viele Namen? Na, die Namen sind praktisch zweckgebunden. Ne? Also die nicht maskierte Film ist klar, da geht es um Videoprojekte. Musik, die mir sehr wichtig ist, die veröffentliche ich unter dem Label Die nicht maskierte Irrtum oder kurz Die Enemy. Und eher einfache, simple Stücke als Disco Cancellator. Rechtliche Grauzone. Ja, rechtliche Wieso Grauzone. Wieso rechtliche Grauzone? Das ist genau das Thema von Disco Cancellator. Es kann ganz schnell passieren, dass man mal eine Melodie hat, etwa sowas wie die hier. Ich spiele das mal vor, ja. Ich möchte anmerken, die Zeit läuft, Herr Irrtum. Ja, das ist eine Melodie, die haben vielleicht die einen oder anderen erkannt, aber sie ist ein bisschen abgewandelt und das kann dazu führen, wenn man so eine Melodie verwendet, dass man verklagt wird und das will ich nicht unter dem Label Die nicht maskierte Irrtum. Das ist, man wird verklagt und daher nehme ich das unterm Radar als Disco Cancellator. Ja. Das ist schon interessant, dass es da so viele Facetten gibt. Sehr schön auch, dass Sie hier gleich etwas mit dem Synthi da gespielt haben. Was mich da ein bisschen beunruhigte, was haben Sie denn da für ein Gerät? Was ist denn das da für ein Kasten? Das ist ein Nebelwerfer. Ne? Ich fühle mich eigentlich immer ganz wohl, wenn ich diesen Nebelwerfer bei mir habe. Okay, nutze ich auch ein Nebelwerfer. Ja, für Live-Auftritte. Aber eigentlich den machen Sie jetzt nicht an. Ja, das geht nicht. Der hat gar keinen, der ist gar nicht am Strom dran. Ne? Das, okay. Das kann man gar nicht. Denn das würde ja komplettes Chaos verursachen. Nein, das machen wir nicht an. Das, der muss auch noch mal vorgehen. Ja. Ne? Na gut. Gewissermaßen Glück gemacht. Müssen sich keine Sorgen machen. Sie haben mir hier ja Ihre Fragen vor dem Gespräch quasi schon mal gegeben. Ich versuche die hier die ganze Zeit irgendwie zu entziffern. Ja, so mache ich das. Aber eine Sache liegt eigentlich auf der Hand. Das ist eine Frage, die wir auf jeden Fall behandelt hätten. Die neue Platte. Don't listen to that, so heißt die. Genau, auf die warten wir ja schon seit vielen, vielen Jahren. Nun ist es so, dass die aus Kreisen, die ihnen nahestehen, wurde verlautbart, dass sie wahrscheinlich so gegen 2019 erscheinen würde. Nein. Jetzt haben wir schon 2020. Eben. Nach wie vor ist nichts zu sehen. Was ist da los? Na, das hängt mit dem Flughafen Berlin, mit dem BER zusammen. Der BER. Was hat denn jetzt der BER mit der Platte zu tun? Naja, der ist einfach jetzt doch ein Eröffnungstermin, der sehr realistisch erscheint. Ich hatte ja das Lied gemacht, BER, eröffne dich. Und das ist 2013 gewesen und handelt im Kern von Siemens, die für praktisch mehr oder weniger nichts tun, sich eine goldene Nase verdienen, als eine Kritik, eine Art Kapitalismuskritik. Und das sollte an zentrale Stelle in die Platte rein. Und das ist jetzt obsolet. Naja, das ist praktisch obsolet. Das ist ja alles schön und gut. Aber was wird damit jetzt mit dem Album? Das erscheint jetzt gar nicht, oder wie soll ich das verstehen? Doch, doch. Was wir jetzt machen, ist, dass wir das Stück austauschen und ich will dafür ein Ersatzstück machen, aber dummerweise sind mir drei Ersatzstücke eingefallen und die brauchen ihre Zeit. Drei Stücke, ich brauche für ein Stück, ich mache ja alles alleine, jeden Track, jedes Instrument. Das braucht mindestens 100 Stunden und die verteilen sich dann über so ein Jahr. Das geht ganz schnell. Okay, dann erscheint das wahrscheinlich dann später.
nächstes Jahr. Oh, wahrscheinlich. Aber auf der anderen Seite, ich habe ja schon kompletter Fake, ist die Platte ganz offensichtlich nicht. Herr Irrtum war so freundlich und hat mir hier in seinem Studio schon ein paar Tracks vorspielen können. Und die sind alle, das muss man schon sagen, die sind sehr unterschiedlich, die Tracks. Ja. Wie kann man das erklären? Das ist einfach mein Stil. Das ist elektrische Kartonkunst. Ich versuche nie ein Stück so zu klingen lassen wie das andere. Das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen auf diesem Album. Wir haben Jazz, wir haben Harsh Noise, wir haben Partymusik, wir haben punkartige Stücke, wir haben Elektro-Club-Musik, wir haben Drone-Metal wahrscheinlich, auch Bass, 140er-Kram wird erscheinen. Wir haben den ersten Chiptune-Schlager, Chiptune-Schlager der Welt und vieles andere. Also elektrische Kartonkunst, genau. Gewissermaßen, wie sie es immer so nennen. Ja. Tja, was mir auch aufgefallen ist, es gibt ja zumindest einen Track, der heißt Meine Rechte, wo sie doch eine klare politische Aussage treffen. Ja, es sind eigentlich sogar zwei Aussagen. Aussage Nummer eins ist, die deutsche Sprache hat einfach einen rechten Drall, ne? Wenn jemand im Recht ist, dann ist das positiv gesetzt. Aber wenn ich sie linke, dann ist das negativ besetzt. Das heißt, unsere Sprache hat bereits einen Rechtsdrall. Und die Sprache ist ja quasi die Grundlage unserer kulturellen Identität. Das heißt, wir sind doomed. Einfach schon, weil der Kern unserer kulturellen Identität verseucht ist mit rechten Tendenzen. Und dann gibt es den Mitteldeutschen Rundfunk. Ehrlich gesagt, der ist auch daran beteiligt. Ich schaue gerne mal in das Fernsehprogramm vom MDR. Zum Beispiel diese Tiersendung, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, wo die ins Tierheim gehen und dann sieht man die Tierheimwärter, wie sie dann irgendwelche Tiere in die Kamera halten. Und dann sagen die sowas wie, naja, der Foxy hat lange nichts mehr gefressen. Und das ist doch harmlos, davon wird doch meine politische Einstellung nicht angepasst. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Haben Sie denn da ein konkretes Beispiel? Habe ich. Für Sie ist es natürlich sinnlos. Sehen Sie, im Einzugsgebiet des MDR wurde festgestellt, wählen Jungwähler mehrheitlich rechts. Jungwähler, Leute zwischen 18 und 26 Jahre. Die Zielgruppe für diese Jungwähler ist ein Radiosender vom MDR, dem Mitteldeutschen Rundfunk, MDR Jump. Jump spielt den ganzen Tag die Top 40 runter, die Top 40 rauf, die Top 40 runter, die Top 40 raus. Die ganze Zeit 24/7. Und das verdummt die Leute. Das ist eine Art musikalische Inzucht, ein riesiger Circle Jerk zwischen Rundfunkanstalt und Zuhörern. Es wird nur die Musik gespielt, die die Leute mögen. Und was die Leute mögen, ist, was die Musik definiert. Das heißt, es ist ein Feedback, es passiert nicht. Es ist wie Eigenurin trinken. Ja? Das ist MDR. Und das führt zu einer Uniformität. Das heißt, Uniformität bedeutet, das ist eine Grundcharakteristik von faschistoiden Systemen. Das ist ja erstaunlich. Also ehrlich gesagt, ich glaube es trotzdem nicht. Glauben das Programm nicht? Ist doch ganz vielfältig vom MDR Jump. Wissen Sie, ich habe da extra für das Interview was vorbereitet. Hier ist das Programm von MDR Jump, was vom letzten Samstag. Und was muss ich da lesen? Was kommt da vor? ARD Popnacht um 0 Uhr, 6 Uhr MDR Jump am Morgen, 11 Uhr MDR Jump am Wochenende, 6 Uhr MDR Jump am Samstag, 21 Uhr MDR Jump im Mix. Ich höre eigentlich immer gerne mal die flotte Musik von MDR Jump. Sie ganz klar, keine Ahnung. Ganz tolle Sache. Sie lassen sich verblöden. Sie sehen das offensichtlich anders. Ja, das kommt bei Ihnen, sieht man an Ihnen auch. Das ist ja auch nicht weiter schlimm. Aber zurück zu Ihrer Schallplatte, Ihrer neuen, die ja noch nicht raus ist, Don't Listen to That. Don't Listen to That. Da gibt es ja ein Lied, das haben Sie schon vorab veröffentlicht. Da geht es um die Heidenschanze. Um die Heidenschanze, ja. Herrliche Gegend. Genau, die Heidenschanze, quasi ein Wortbeitrag, kann man sagen. Ja. Und da erwähnen Sie ja auch Coschütz, nicht? Ja, Coschütz, herrliche Gegend auch. Herrlicher Ort, ganz ja, super. Wunderbar. Coschütz, da sagen Sie ja dazu, dass die Coschützer praktisch
1923 komplett ausgewechselt? Nein, das haben Sie komplett falsch verstanden. Die sind nicht aus. Das sind ganz liebenswerte, herzliche Leute. Mit denen kann man, wenn man so will, Pferde stehlen. Na schön. Dann habe ich das vielleicht falsch verstanden. Gut und schön, aber zur Heidenschanze selbst sagen Sie ja, die Heidenschanze wäre gar nicht das, als was sie erscheint. Blödsinn. Nein, das habe ich überhaupt nie gesagt. Das ist eine herrliche Gegend. Da kann man herrliche Spaziergänge machen. Da Weiden, Kühe, manchmal auch Schafe. Und die Aussicht. Ne? Ja, die Aussicht ist gleich auf die Egerburg. Genauer Grund. Ja. Herrliche Aussicht. Schöne Gegend. Ja, vielleicht hören wir ja für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer mal kurz ein paar Sekunden in den Track hinein. Auch Stadtführung von Dresden ist das artifizielle Mekka aus Fels allenfalls eine Randnotiz wert. Ja, das soll dann mal genügen. Auf Soundcloud ist der released. Soundcloud.com, genau. Herr Irrtum. Eine Sache wundert mich. Sie beschreiben die Szenerie sehr detailliert. Was Sie aber auslassen, ist ja, dass exakt zwischen der Heidenschanze und der Begerburg im Rabenauer Grund, dass da die Weizenmühle liegt. Die Weizenmühle, weil man mal, wie war nochmal Ihr Name? Otto Braun, mein Name. Was? Sie sind ein Massenmörder. Sie sind gar kein Interviewer. Sie wollen was mit mir machen. Ich weiß ganz genau, was Sie vorhaben. Sie müssen weg, Sie müssen beseitigt werden. Sie haben überhaupt nichts zu suchen. Das kann nicht wahr sein, dass Sie hier reinkommen. Sie haben doch gesagt, Sie wollen den Nebelwerfer jetzt wieder für mich einschalten. Das denken Sie, das ist ein Disintegrator. Ich habe Sie gelenkt. Das dürfen Sie nicht machen. Das lasse ich nicht zu. Sie können das wollen. Ich kann doch nicht warten. Ich weiß mir zu helfen. Ich weiß mir zu helfen. Auf keinen Fall. Das werden Sie auch bereuen. Den sehen wir so schnell nicht mehr wieder. Yeah.